So, schönen guten Tag. Ich mache gerade Mittagspause und lese mal wieder eine Fachzeitschrift. Genauso wie die Horizont ist auch die W&V dran. Da habe ich jetzt gerade einen ganz interessanten Meinungsartikel gefunden und schalte mal direkt rüber zu unserem psychologischen Experten, Oliver Spitzer. Hi, Olli. Hi, Tobi. Du, über diesen Artikel müssen wir beide mal eben sprechen. Hier schreibt der W&V-Autor Konrad Breyer, den ich noch nicht persönlich kenne. Vielleicht lernen wir ihn zusammen persönlich kennen. Steile These: Radio begleitet uns durch den Alltag. Das ist keine These, das ist so. In der Pandemie mehr denn je. Was für eine wunderbare Gelegenheit für Werbungtreibende, mal auf Marke statt auf Absatz zu achten, findet dieser W&V-Autor Konrad. Und er sagt, die Chance ist verpasst, weil Makler, Markenartikler doch wirklich mal begreifen sollten, welche Möglichkeiten ihnen Radio bietet, Kino im Kopf für wenig Geld und ganz schnell gemacht. Da sind wir natürlich wieder dabei. Aber wie siehst du das hier mit dem Thema Marke statt nur Absatz im Radio? Absolut, danke Konrad. Also du sprichst es aus dem Herzen. Und das ist ja auch ein Thema, das wir jetzt schon die letzten Jahre, ne, also auch vor Corona gab es schon diese Chance. Es ist sozusagen keine neue Entwicklung, dass Radio jetzt endlich auch mal Marke könnte, weil die Pandemie oder der Lockdown oder so, was auch immer, die Leute, keine Ahnung, zu längerem Zuhören zwingen oder so. Aber jetzt wird es tatsächlich langsam Zeit zum Aufwachen, ne, weil jetzt die klassischen jetzt kommt zu uns in die Filiale und dies oder jenes ist reduziert, ist halt gerade unspannend. Und jetzt wäre die Luft für viel mehr Markenkommunikation, für viel mehr Image. Und das Bedürfnis, ich glaube, das hat man in einer der letzten Folgen, das Bedürfnis verschiedenster Zielgruppen nach starken, spürbaren Markenwerten ist in der Pandemie größer denn je. Das heißt, der Mehrwert, den eine Marke liefern könnte im Radio, wenn sie Radio richtig nutzt, wäre viel, viel größer als noch, ich sag mal, vor ein paar Jahren. Okay, also Radio als Aktivierungsmedium, das ist ja ganz klar, aber du sagst sozusagen jetzt auch ein Frontloading für die Aktivierung, wenn sie denn mal wieder kommen kann. Dafür ist jetzt Platz, dafür ist jetzt Zeit. Absolut, absolut. Im Sinne eines Frontloadings. Aber selbst eine Marke, die, ich sage mal, Aktivierung gar nicht in ihrem Masterplan stehen hat, sondern die vor allen Dingen über Image funktioniert. Ja. Über Luxusmarken haben wir, glaube ich, mal gesprochen. Ja. Das sind alles Marken, die sich jetzt, ich sag mal, traditionell nicht so ums Radio schlagen, weil Radio in den Köpfen der Werbewelt sozusagen es geschafft hat, sich mit einer ganz klaren Kompetenz, formulieren wir es mal positiv, ja, zu verankern. Nämlich mit: Hier sind wir und wir können abverkaufen schreien. Das ist auch richtig. Das ist für viele Marken und für viele Produkte und für den Handel auch super wichtig. Die Krux, und das ist ja genau das, was in dem Artikel auch zu Recht angerissen wird, ist, dass Radio darauf reduziert wird. Und das ist das, wo ich selber immer wieder ins Lenkrad beißen möchte. Weil ich denke, Mensch, in dem gesamten Werbeblock war jetzt nur Abverkauf. Das kann doch nicht sein. Ja. Da muss ich dann aber ehrlich sagen, mache ich auch immer den Blick zurück, ja, in meine eigene Zeit auf Agenturseite. Und ja, da habe ich Radio genauso abgespeichert gehabt. Und es Ja, wurde also auch immer wieder verstärkt. das kann Radio auf jeden Fall, aber Radio kann eben noch mehr. Und das ist ja unsere gemeinsame Botschaft. Und deswegen würde ich vorschlagen, lass uns den Konrad Breyer mal einladen. Vielleicht machen wir mal einen Dreier-Talk hier. Und auch sonst sind wir beide natürlich, ich nehme dich jetzt mal mit rein, sicherlich sehr an der Meinung unserer Kundinnen und Kunden, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner interessiert, wie sie das denn sehen. Also wie ist das jetzt mit der Markenkommunikation, mit Marke, Image im Radio? Vielleicht, Olli, lass uns mal zusammen aufrufen. Bist du dabei, oder? Absolut. Gut, also gerne jetzt schreiben an dabeisein@wdr-mediagroup.com und wir freuen uns sehr über Feedback und dann können wir ja mal hier eine kleine Diskussion anrollen lassen und vielleicht machen wir mal eine schönere, etwas längere Sendung daraus. Okay? Sehr Gut, gerne. dann mache ich hier ein bisschen weiter Mittagspause hier. So, also, Ja. danke. Lass es mich aufhalten. Nee, mach gut. Ciao. Tschüss. Ciao.